Hallo, hier ist CTO Jack Bauer und heute zeige ich euch, wie man mit Affinity Photo ein Planetenthema erstellt. Ich habe das gleiche Tutorial bereits mit Pixelmator herausgebracht und tue das jetzt nochmal mit Affinity Photo. Es funktioniert hier ein klein wenig anders und man kann so ganz gut den Unterschied zwischen den beiden Programmen vergleichen. Also fange ich mal an. Hier, das ist eine Textur aus dem Internet. Wo ich die her habe, verlinke ich, falls ihr es nachmachen wollt. Ansonsten blende ich die erstmal aus und erstelle eine neue Ebene. Und zwar möchte ich jetzt den Sternenhimmel erstmal erstellen. Benenne ich mal gleich so um. Sternenhimmel soll schwarz sein, also wähle ich hier die Farbe schwarz und fülle sie hier. So. Und jetzt möchte ich die Sterne an sich drauf kriegen. Es geht wie folgt. Man geht hier auf Filter. Rauschen und Rauschen einfügen. Wichtig ist, dass man monochrom nimmt, denn die Sterne sollen ja nicht farbig sein. Und jetzt stellt man sich die Intensität ein. Also, ich habe mal probiert, bei 80% wird es ganz gut, auch wenn man sich das jetzt noch nicht so vorstellen kann. Anwenden. Ich gehe jetzt mal ein bisschen ran und lege jetzt eine Gradationskurve drauf. Und zwar, das geht hier wie folgt, unter Anpassung. Gradationskurven und muss jetzt die Schwarz-Weiß-Werte verändern, damit es aussieht wie ein Sternenhimmel. So, verändere ich es erstmal so, mehr Weiß und hier unten ziehe ich es auch rein. So, ist jetzt individuell Geschmackssache, wann man meint, dass es am sternähnlichsten aussieht. Also ich sage jetzt mal so, schon ist der Sternenhimmel fertig. So, diesen Effekt möchte ich jetzt allerdings nur auf den Himmel anwenden, also hier auf die schwarze Hintergrundebene. Das geht hier so, also ich möchte eine Schnittmaske erstellen, eine Clipping Mask. Das geht hier wie folgt, man zieht sie einfach drauf. Und dann wird der Effekt nur innerhalb dieser Ebene erstellt. So, komme ich nun zu dem Planeten. Den erstelle ich hier aus meiner Textur. Die lege ich jetzt mal oben drauf. Ja, das ist so Eis auf Beton. Und zwar erstmal erstelle ich mir eine Auswahl mit dem Ellipsenwerkzeug. Und zwar soll ja erstmal die Form des Planeten hergestellt werden. Dazu drücke ich die Shift-Taste, halte sie, klicke und ziehe erstmal willkürlich eine Auswahl. So, jetzt kann ich das Ganze natürlich verschieben, kann mir aussuchen, wo soll ich später mal den Planeten auswählen. Jetzt wäre der normale Weg, dass man die Auswahl umkehrt. Das kann man hier oben tun. Auswahl umkehren. Und diese jetzt Umgebungsauswahl einfach zu entfernen mit der Entferntaste. Ich verstehe nicht warum. Das geht mal ja, mal nicht. Ob es an mir liegt, ob es an dem Programm liegt, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es da dann den anderen Weg, den ich da herausgefunden habe und kann es umgehen, indem man einfach die Auswahl verfeinert. Alles hier auf 0 setzt, damit sich die Auswahl auch wirklich nicht verändert und gibt die Ausgabe als neue Ebene. Anwenden, dann brauchen wir die hier nicht mehr und haben jetzt damit auch das Freistellen erreicht. Bisher haben wir noch ein zweidimensionales Bild, das soll ja dreidimensional wirken und das erreicht man mit einer Verzerrung. Da haben wir hier unter Filter, Verzerren, Kugel. Und stellt einfach die Intensität ein. Man sieht jetzt schon, wie sich in der Mitte was verändert. Also ich ändere gleich mal den Radius bis an die Kante. Bei 100% und Intensität auch volle Kraft voraus, 100% anwenden. So, jetzt sieht es schon mehr nach einem Planeten aus. Allerdings durch diese Dehnung der Pixel erreicht man eben auch eine Unschärfe. Also ich transformiere ihn schon mal. Und bringe ihn dorthin, wo ich ihn so in etwa mal hinhaben will. Und jetzt sieht man, dass er relativ unscharf geworden ist. Okay, das kann ich wieder korrigieren, auch mit einem Filter. Und zwar scharf zeichnen und scharf maskieren. Hier setze ich den Radius auf. Mal gucken. Das ist natürlich Geschmackssache, je nachdem, wie sehr man das dehnt. Also ich setze mal so auf 3 Pixel und hier bei diesem Faktor.
dass es noch nicht zu körnig wird, anwenden. Ja, und dann soll es ja so ein Eisplanet werden, so ein fiktiver, und den möchte ich blau haben. Und den möchte ich also entsprechend blau einfärben. Das geht hier auch unter den Anpassungen. Hier sind im Prinzip alle diese Einstellungsebenen drin. Und da haben wir schon so einen, der auch noch so heißt, nämlich umfärben. Jetzt kann man sich die Farbe aussuchen, wie man es möchte. Also ich habe ja gesagt, ich möchte so einen blauen Farbton haben. Und natürlich nicht ganz so gesättigt. Also muss man gucken, wie es einem gefällt. Ich sage jetzt erstmal so. Jetzt möchte ich diese Einstellung wiederum nur auf meinen Planeten haben, also klippe ich sie, indem ich sie hier drauf ziehe. Jetzt möchte ich eine Atmosphäre erzeugen, und zwar erstmal hier so außenrum. Und das erreicht man über Ebenenstile, dass hier diese FX-Schaltfläche, klicke an, Schein nach außen, wähle mir eine Farbe aus. In dem Fall möchte ich mal so ein helles Blau haben und stelle jetzt ein, wie stark es sein soll. Also Deckkraft nehme ich mal erstmal 100%. Dann gucken der Radius, wie sich das Ganze verändert. Da kann man sich ja rantasten. Immer so. Aber Intensität mache ich mal ein bisschen schwächer. Also da reicht es mir eigentlich so. Dann noch diesen Schein nach innen. Dann nehme ich die Farbe Weiß und ziehe jetzt an den Reglern, was ich meine, wie es mir gefällt. Machen wir mal so. Okay. Damit habe ich die Atmosphäre erstellt. Nun möchte ich den Schatten des Planeten erstellen. Dazu erstelle ich erstmal eine Auswahl mit Command und Klick auf den Planeten. Erstelle eine neue Ebene darüber. Nenne ich auch mal Schatten. Und fülle sie mit Schwarz. Schwarz ist noch ausgewählt. Nehme hier den Eimer. Fülle sie mit Schwarz. Und werde jetzt diese Auswahl etwas anpassen. Und zwar etwas kleiner machen. Dazu gehe ich wieder auf das Auswahlwerkzeug. Dann erscheint hier oben nämlich wieder die Toolbar zur Auswahl. Da gehe ich auf Verfeinern. Und hier kann ich dann ganz bequem alles einstellen. Also, ich möchte ja erstmal die Auswahl ein bisschen kleiner machen. Also gehe ich schon mal runter. Machen wir so hier so minus 50. Und die Randschärfe, also soll im Prinzip ein weicher Übergang werden. Okay, gehe ich auf Anwenden. Jetzt drehe ich die Auswahl um oder kehre sie um. Und sie hat jetzt funktioniert. Entfernen. Diesmal funktioniert es. Auswahl abwählen. So, jetzt möchte ich diesen Schatten, der sieht ja noch nicht ganz so gut aus, in die Position bringen, wo er mal hin soll. So in etwa erstmal. Und sehe, dass hier, wenn man ihn bewegt, dann sieht man das, dass hier so eine kleine Kante noch übrig ist. Okay, die möchte ich jetzt entfernen. Das geht, indem ich jetzt einen Filter drauflege, und zwar den Gaußschen Weichzeichner. Und dann drehe ich den Wert einfach so lange hoch, bis diese Kante verschwindet. So, ist in etwa hier schon der Fall. Anwenden, jetzt ist die Kante weg und jetzt kann ich mir den Schatten so transformieren, wie ich ihn haben will. Machen wir in etwa so. Und werde ein klein bisschen die Deckkraft reduzieren. Wenn man ein klein wenig den Planeten immer noch durchsieht. Machen wir so auf 92%. Jetzt möchte ich hier noch so einen Lensflare-Effekt hinsetzen. So als wenn man eine Gegenlichtaufnahme gegen einen Stern macht. Und dazu erstelle ich eine neue Ebene. Nenne die auch mal Flare. Nehme einen Pinsel. Farbe Weiß und die Pinselpalette finde ich hier unter dem Karteireiter und habe jetzt hier im Dropdown-Menü verschiedene Pinselgruppen, standardmäßig einfach, und ich habe jetzt hier diesen Flare-Effekt-Pinsel schon mal hin installiert. Den Link dazu habe ich in der Videobeschreibung gepostet. Klickt den an und jetzt bekommt man hier
Bei Affinity, das finde ich ganz gut, gleich so eine Vorschau, wie der Effekt aussehen würde. Also, ich gehe natürlich mal mit der Größe runter, das ist mir ein bisschen zu groß, so sagen wir mal auf 1000. Setz den mir, maximale Härte will ich noch. Setz den mir hier einmal drauf. Gehe aufs Bewegen-Werkzeug und kann ihn mir jetzt so hinsetzen, wie ich ihn haben will. Also sagen wir mal in etwa so. Setze die Ebene allerdings unter den Planeten. Und möchte jetzt noch, weil mich das hier so stört, so ein bisschen, nochmal einen kleinen Klecks draufsetzen, also nochmal eine neue Ebene. Gehe wieder auf die Pinselpalette, diesmal aber auf den Standardpinsel einfach. Nehme hier irgendein. Gehe wieder auf Pinselwerkzeug. Wähle einen Pinsel aus und stelle mir den ein, der soll ganz weich sein. Und groß genug. Mal so. Und setzt den hier einmal drauf. Hier in dem Fall, der kann sogar so überstrahlen über den Planeten. Also fertig ist mein Planetenthema. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch als Vergleich dazu das Pixelmeter-Tutorial ansehen. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer CTU Jack Bauer.